Hallo, ich bin die Janina, aka GenX, und ich bin DJ seit dem ein oder anderen Jahr. Womit hast du denn eigentlich angefangen? Was waren so deine ersten Schritte beim Auflegen und in welchen Musikrichtungen hast du dich zuerst ausgetobt? Angefangen hat es tatsächlich schon mit 12, 13, da habe ich meinen ersten DJ-Controller vom Christkind gekriegt. Und musiktechnisch war es noch was ganz anderes. Also ich habe so Melbourne Bounce, EDM, Club Sounds, halt, ja, alles, was man halt früher so gehört hat. Und dann war ich mit 15, 16 das erste Mal so Drum and Bass fort und ja, das hat mich irgendwie gecatcht. Das heißt, man hat dich im Flex in der ersten Reihe gesehen und du hast die vier Controller gesehen und gesagt, diese Musikrichtung muss ich unbedingt das ausprobieren. Das muss ich tun, ja. Und dann kam es wahrscheinlich gleich mal dazu, dass zwei Controller oder zwei Decks nicht mehr gereicht haben und du noch mehr herumgespielt hast. Tatsächlich bin ich, glaube ich, einer der wenigen, die nur mit zwei Decks auflegt. Also, aber es hört sich immer an, als würde ich mit vier auflegen. Wo würdest du denn sagen, ist der Unterschied zwischen Drum and Bass und jetzt Hard Techno oder wo du jetzt halt unterwegs bist? Wo ist der größte Unterschied beim Auflegen, beim sich vorbereiten und vielleicht auch bei der Reaction von der Crowd? Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich einfach entspannter Mix kommt mir vor, seitdem ich Harder Styles, Hard Techno und sowas in die Richtung auflege. Weil es halt bei meinen Drum and Bass Sets oft schon so war, dass ich versucht habe, möglichst viel Lieder in eine Stunde runterzubringen, möglichst schnell mixen. Es war halt die ganze Zeit so ein Stress, klingt jetzt negativ, es war ein positiver Stress, den ich hatte, was mir auch taugt hat. Aber seitdem ich halt Hard Techno und so auflege, lasse ich auch mal das ein oder andere Lied ein bisschen laufen, um halt selber auch abzugehen. Man hat gesehen, dass es ganz, ganz schnell geht. Ein Song geht auf TikTok viral oder sonst wo und du siehst ihn eigentlich oder hörst ihn in jedem Club. Würdest du sagen, dass Producer und Producerinnen eher mehr in Richtung Trends gehen? Also, dass es kaum mehr so eigene Releases gibt? Für mich ist es persönlich vollkommen normal, dass Musik sich im Laufe der Zeit weiter verändert. Wir leben halt in einer ziemlich schnelllebigen Welt und es ist normal, dass halt wöchentlich irgendwie gerade andere Trends oder Musikrichtungen angesagt sind. Viele meinen jetzt auch, dass es was komplett Neues ist am Markt, aber ich persönlich finde auch, dass das hat es ja alles schon mal gegeben im Endeffekt. Wenn man sich die ganzen Hard-Techno-Lieder jetzt so anschaut, die Elemente, die da verwendet werden, die Rave-Steps, die 909 Distorted Kicks, das gab es ja alles schon seit 25, 30 Jahren mittlerweile. Jetzt wird es halt nur ein bisschen neu interpretiert. Wie schaut so ein Ein-Stunden-Set bei dir aus? Wie fängst du an? Wie hörst du auf? Oder wild, je nachdem. Also wie gesagt, ich feiere das extrem, wenn man viele Genres in ein Set einbringt, weil es auch ein bisschen einen Überraschungseffekt der Crowd gegenüber hat. Also das habe ich schon von vielen gehört, vor allem bei meinen Drum and Bass Sets früher, wo ich dann zum Beispiel einen Raw-Style oder einen Goa-Tune einbaut habe und die Leute danach zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, eigentlich höre ich keinen Raw-Style, aber das war richtig geil. Und das finde ich ist halt cool, dass man den Leuten auch andere Musikrichtungen näher bringt, obwohl sie auf einer Drum and Bass Party zum Beispiel sind. Was waren die schönsten Auftritte, die du bis jetzt gehabt hast und was sind so deine Lieblingsclubs? Boah, die schönsten Auftritte waren tatsächlich, lass mich überlegen, Donauinselfest 2019 war das, glaube ich. Das war sehr cool. In der Markshalle auflegen, Frequency war mega und ich glaube, mein leibendster Gig bis jetzt war am Nova Rock. Wie nehmen die Leute am Nova Rock elektronische Musik auf? Wie ist das? Also ich habe nur gutes Feedback bekommen. Ich habe halt am Anfang Drum and Bass gespielt und habe halt gemerkt, okay, die Leute sind hyped, aber ich habe mir gedacht, okay, da geht noch mehr. Und dann habe ich halt angefangen, Hardcore, Hardstyle, Frenchcore, Early Gaga, alles rauszuhauen. Halt viele Remixes auch von, weiß nicht, Bring Me The Horizon, Frenchcore Remix, solche Geschichten. Und die Leute haben es gefeiert. Also wo kann man dich im Sommer hören oder im Frühjahr? Tatsächlich ist noch nicht so viel geplant, weil ich mir, ja, na, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen weniger aufzulegen, dafür dann mehr Power in die Sets zu stecken, weil es halt doch jetzt in die letzten Jahre, ich habe es mir irgendwie ausgerechnet, knapp 400 Gigs waren und irgendwann habe ich gesagt, okay, ein bisschen Orbe vom Gas. Und weniger. Ich habe gesagt, genau, 2024 ist so ein bisschen das Jahr für mich der Regeneration und ja. Kommt auch das Thema Producing jetzt dann bei dir immer mehr? Und ist immer auch mehr, das immer langsam, ja, ja. Also hin und wieder spiele ich auch meine eigenen Sachen, zwar nicht oft, ich traue mich noch nicht releasen, da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, aber wird definitiv. Vielen Dank fürs Dasein und wir sind sehr gespannt. Danke, ja. Und ich würde sagen, wir füllen dieses Büro an, wir schauen, dass dieses DJ-Pult funktioniert, Subwoofer auf Vollgas und dann schauen wir, ob die Nachbarn sich genauso freuen wie wir. Genau. Das Set gibt es dann in einer Woche auf
ihrem YouTube-Channel und würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Welcome to Varum Gordium Office Sessions. Please welcome Gen X. Welcome to the Varum Gaudium office session. Just get into your own little space and lose it. Close your eyes and enjoy the next 60 minutes of pure madness.